Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. War heute in meiner Packstation bereits schon drinne, kommt erst am Freitag offiziell eigentlich heraus. Das ist das neue Album der Fanta 4 Longplayer. Das hatte ich bereits schon am 20. November letztes Jahr, also 23, vorbestellt. Das Ganze ist heute angekommen und ja, ich bin richtig happy. Außerdem freue ich mich natürlich auch am 18. ist das, 18.12. hier ist das Ticket, Leute. Geile Ticket, kann ich euch nur sagen. Ganz geile Ticket. Fanta 4, Mercedes-Benz Arena. Nee, steht noch drauf, ist es nicht mehr. Ist ja jetzt die Uber Arena, haben sie ja umbenannt. Ja, Konzert. Und ihr werdet nicht glauben, obwohl ich wirklich von Anfang an dabei bin. Die erste Single, gut, die erste habe ich nicht gehört. Ich glaube, davor, die da kam ja noch eine andere raus. Aber vom ersten Album war ich mit dabei gewesen, bei den Fanta 4, oder war so, ja, das zweite Album. Jetzt ertappt er mich gerade. Muss ich nochmal gucken, könnte sogar, wo die da drauf war, schon das zweite Studio-Album gewesen sein. Aber ist ja auch egal. Nee, jedenfalls seit den 90er Jahren dabei. Und jetzt kommt das, ich habe das bis heute noch nicht geschafft, jemals irgendwie ein Konzert zu suchen. Weil ich hab mal eine Zeit, da musstest du wirklich jetzt Karten buchen und innerhalb von ein paar Stunden waren die ausverkauft bei den Fanta 4. Gut, jetzt das letzte Konzert ist glaube ich auch schon wieder teilweise ausverkauft, was jetzt stattfindet. Also die Longplayer-Tour zum aktuellen neuen Album. Ja, ich habe meine Karte, ich bin stolz. Jedes erste Mal habe auch diesmal erst vorne gebucht, was ich eigentlich sonst nicht mache. Wegen bei anderen Konzerten, ein bisschen weiter hinten, wegen der Bühnenshow oder so, dass ich die ganze Bühne im Überblick habe. Aber da habe ich auch gesagt, da muss ich ganz vorne sein. Ich will einfach sehen, die vier von der Fanta 4, wie alt geworden die sind. Nein, die sind natürlich noch ewig jung, sind die. Wieg ja auch. So. Ja, jetzt wird der Tüte Stück mal offen. Öffnen. Ist die Standard-Edition vom Album auf Vinyl. Ich habe auch. Oh, jetzt schmeiße ich die schon runter. Ich hoffe, es ist jetzt nicht passiert hier. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, ich bin aufgeregt. Sorry, Leute. Die Standard-Edition ist das vom Album. Und ist aber auch noch eine Picture-Vinyl, Doppel-Vinyl raus, kommt raus am 4. Die habe ich direkt bei dem Shop bestellt von der Fanta 4. Mal gucken, die werde ich wahrscheinlich zulassen, weil ich werde wahrscheinlich die hören hier. Werde mir auch dann von der gleich eine Kopie auf Kassette. Kassette ist leider nicht rausgekommen. Wäre geil gewesen, wenn sie noch eine limitierte MC-Auflage gemacht hätten von dem Album. Wäre cool. Vielleicht kommt es ja noch, aber bis jetzt habe ich keine gefunden. Also wir gehen mir erstmal eine Kopie ziehen von dem Album auf Kassette weg, schön mit meinem Walkman weg, dann wieder schön unterwegs sein, das Album hören und genießen und mich dann aufs Konzert freuen. So, jetzt habe ich lange noch gesappelt. Ich werde mal das Jute-Stück mal öffnen hier. Wie gesagt, Standard-Edition, ich glaube schwarze Vinyl, aber das werden wir ja gleich sehen. Das ist der Augenblick der Wahrheit, ist gekommen, ihr hört's. Ich es natürlich noch nicht, kann ich noch nicht, ist ja noch nicht draußen. So, vorne, das ist hinten. Gucken, ob das jetzt schön scharf stellt. Kann man nochmal die ganzen Texte, die da drauf sind, oder Texte, die Titel, die drauf sind. Und das ist die Innenseite, aber gut, die wurde ja auch schon vorgezeigt, also das Album an sich. Und jetzt gucken wir mal innen drinnen noch. Gucken, hier ist noch. Nochmal ein Blatt bei dem Papier, also nochmal, wo wahrscheinlich genau mit den Texten haben sie nochmal extra drauf reingepackt in die Vinyl, ist auch schön. Und dann haben wir hier, ich glaube, dass Leute, wenn ihr mal guckt hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, das sind jetzt hier die Bandmitglieder. Ich glaube, das ist sogar, das sind jetzt auch die Bilder, die dann auf der Picture Vinyl dann drauf sind. Schwarze Vinyl, genau. Seite A, das Ganze. Seite B, schönes Label gedruckt, auch passend denn zur Platte. Und das ist die Standard-Edition, die mit schwarzem Vinyl kommt. Und dann gibt es noch eine Picture, ich weiß nicht, ob es da noch andere. Das ist jetzt hier dann nochmal die Fotos von der zweiten Vinyl. Und da haben wir dann auch wieder genau unser schönes schwarzes Vinyl. Ja.
werde mal gucken, ob es heute, aber heute muss ich noch einkaufen, weil morgen haben wir ja Feiertag, ist ja, sind ja die Geschäfte zu. Brauche aber noch ein bisschen was, das heißt, weiß auch nicht, heute Abend noch zur Nachtschicht, ob ich es mir denn morgen in Ruhe anhöre. Oder auch erst am Montag habe ich den erst wieder frei, ob ich es mir Montag erst anhöre, das weiß ich noch nicht, ob ich jetzt so lange noch warten kann, aber ich werde es mir definitiv anhören und öfters, so dass ich dann fit für das Konzert am 18.12. in der Uber, ja, über Uber Arena dann bin, ne? So, ja, war aufregendes Video für mich, ich freue mich auf das Album, endlich wieder neues Studioalbum von den Fanta 4 draußen, bedanke ich mich draußen bei euch für das Einschalten. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video hier auf diesem Kanal wieder. Ich bin euer Benjamin. Bis dann, macht's gut, wa? Ciao!